Moin ihr Lieben und freut mich ganz besonders, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Heute gibt's mal wieder ein Food Diary und zwar eins mit ganz, ganz vielen Frühstücksideen. Zum Frühstück gibt es bei mir Vanillejoghurt aus dem Glas mit frischen Himbeeren. Dazu dann noch von True Food diesen Rest vom Saft. Das ist einer mit Chiasamen. Da sind Chiasamen, Rhabarber, Sauerkirsche und Apfel drin. Durch die Chiasamen ist es sehr besonders und ein bisschen anders, als man es kennt. Ist gewöhnungsbedürftig, aber der Saft an sich, die Kombination ist extrem lecker. Jetzt wird gefrühstückt. Blaubeer-Soja-Joghurt mit Leinsamen, Chiasamen, die auch zum Teil vorher in Wasser eingelegt sind, also die sind gequält, geschälten Hanfsamen und ein Früchtetee, und zwar dieser hier, der Gute-Laune-Tee aus dem Wasserschloss in der Speicherstadt in Hamburg. Heute gibt es Müsli bei mir. Gemischt, drei Sorten selbstgemachtes, veganes, plastikfreies Müsli, gemischt mit einem selbst abgefüllten veganen Müsli aus dem Bioladen, daher alles vegan und plastikfrei. Allerdings, was jetzt noch dazu kommt, Milch, und zwar nicht vegan und auch nicht plastikfrei. Dazu einmal ein Smoothie. Ist jetzt nicht der leckerste, aber da ich ihn mir unterwegs gekauft habe und noch was übrig ist, dachte ich, den gibt's jetzt dazu. Jetzt wird gefrühstückt. Ein Apfel, Blaubeerjoghurt, also mit Soja, Bananenchips und ein Tee. Der Tee ist vom Wasserschloss. Dieser Apfelschnut, also so ein Früchtetee. Heute gibt es zum Frühstück ein Brötchen. Einmal mit Blaubeermarmelade und einmal mit Kokosmandelcreme. Für mich gibt es heute den Rest Melone, der noch da war, zum Frühstück. Und ja, das lasse ich mir dann mal schmecken. Heute gibt es eine Scheibe Softbread mit Schokoladentäfelchen. Und dazu noch ein paar Bananenchips. Heute gibt es zum Frühstück ein Knäckebrot mit Folie Pi. Das ist so ein schwedisches Knäckebrot. Ist so eine große gelbe Verpackung, wo Matzen draufsteht. Und einen Saft von True Food. Heute gibt es zum Frühstück ein halbes Brötchen mit Margarine und Salz und etwas Stremelachs dazu. Stremelachs werde ich sicherlich nicht aufessen, aber mal gucken. Heute gibt es zum Frühstück einen grünen Smoothie. Dazu hatte ich ja auch schon mal ein Rezept auf meinem Blog gemacht. Und ja, ich muss sagen, das ist der grüne Smoothie, der mir am besten schmeckt. Nicht nur von selbstgemachten, sondern auch von gekauften. Heute gibt es eine Portion Grießbrei mit Rhabarbera zum Frühstück. Rhabarbera ist ja so ein brauner Naturzucker, der extrem gut schmeckt. Und sieht vielleicht nicht ganz so lecker aus, aber die Kombination ist einfach nur lecker. Heute gibt es zum Frühstück Sojajoghurt mit Kirschen und ein paar Brombeeren aus dem eigenen Garten dazu. Heute gibt es zum Frühstück drei Sorten selbstgemachtes Müsli, gemischt mit einer veganen Sorte Schokomüsli aus dem Bioladen, was ich mir selber abgefüllt hatte. Die Sorten Müsli sind alle vegan. Da kommt jetzt noch Milch dazu, was es ja unvegan macht, aber diesmal Milch aus der Glasflasche. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und es waren ein paar Frühstücksideen für euch dabei, um euer Frühstück in der nächsten Zeit ein bisschen abwechslungsreicher zu gestalten. Ja, was hat euch denn am besten gefallen von den ganzen Ideen? Würde mich mal sehr interessieren. Und sonst vielen Dank fürs Einschalten und dann sehen wir uns im nächsten Video. Moin ihr Lieben, freut mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Wie ihr schon im Titel lesen könnt und gerade im Intro seht, wie ihr schon sehen könnt, gibt es heute das Food Diary zu meiner veganen Woche.